Absolute Konzentration, bitte. Es hat keinen Zweck heute. Sie sind mit Ihren Gedanken nicht bei der Sache. Ich könnte Ihnen jetzt sagen, dass holländische Erdbeeren im Preis noch weiter fallen, aber Sie wollen etwas ganz anderes wissen. Wer hat meine Tochter umgebracht? In Ihrem derzeitigen Zustand ist es nicht gut, so eine Frage zu stellen. Ihr Wunsch nach Vergeltung wird starke negative Schwingungen verursachen. Tut sie es trotzdem. Also gut, ich werde es versuchen. Sprechen Sie die Frage bitte laut aus. Wer stellt mir auch an meiner Tochter? Konzentrieren wir uns gemeinsam auf die Frage. Es ist eine männliche Person. Wie alt ist dieser Mann? Sein Alter kann ich nicht erkennen. Aber er war in ihrer Nähe. Kannte Anne ihren Mörder? Ja, ich sehe große Vertrautheit. Anne kannte ihn. Sie kannte ihren Mörder gut. Ich habe genug gehört. Also wenn Sie jetzt erst kommen, dann können Sie auch gleich wieder gehen, Frau Fischer. Sie sind entlassen. Das würde ich mir noch mal gut überlegen. Das habe ich, glauben Sie mir. Sie haben Talent und es wird mir nicht leicht fallen, Ihre Rolle so kurz vor der Premiere umzubesetzen. Aber diesmal haben Sie es zu weit getrieben, Frau Fischer. Sie werden sich daran gewöhnen müssen, dass es in jedem Stück nur eine Hauptrolle gibt. Und die haben Sie diesmal nicht bekommen. Das aber ist kein Grund für Ihre Disziplinlosigkeit. Also, lassen Sie sich Ihre Gage auszahlen und verschwinden Sie. Bitte? Sie meinen. Moment, Mareike. Also, ehrlich aus. Jeder kann doch mal zu spät kommen. Kümmere du dich um deine Musik. Für die Besetzung bin ich zuständig und Corinna hat die Hauptrolle. Ende der Diskussion. Corinna ist tot. Tu nicht so, als ob du es nicht wüsstest. Sie wollte das Baby nicht abtreiben lassen, da wolltest du sie loswerden. Was redest du da? Corinna ist in der Schneiderei bei der Anprobe. Lass mich los. Mareike. Das glaube ich einfach nicht. Und wenn, dann hast du sie auf dem Gewissen. Wo ist mein verdammtes Handy? Los, geht raus. 5 Minuten Pause, bis ich rausgekriegt habe, was hier los ist. Ja, ich bin's. Corinna bei euch? Nein. Sie sollte doch zur Anprobe nach ihrer Vorstellung in dem Schuppen. Nein, schon gut. Raus! Schön auf den Wagen. So. So. Er hat's getan. Er hat Anne umgebracht. Und dann hat Valeria ihm geholfen, die Leiche zu beseitigen und es diesem Lutz anzuhängen. Ich hab davor nichts gewusst, wirklich. Ich bin unschuldig. Ich wollte das alles nicht. Bitte glauben Sie mir. Das ist mir sehr unangenehm, wenn mein Vater ihre Zeit umsonst in Anspruch genommen hat. Ich verstehe überhaupt nichts. Er lebt seit 5 Jahren im Heim. Es ist schon mal vorgekommen, dass er dort ausgebüxt ist und dann stand er hier vor der Tür. Davon hat er kein Wort gesagt. Er hat das nie realisiert. Er ist vollkommen desorientiert. Wir haben ihn nicht gerne ins Heim gegeben, aber er braucht rund um die Uhr jemanden, der sich um ihn kümmert. Das tut mir wirklich leid. Falls Sie Unkosten hatten. Schon gut. Tu, was ich dir sage. Ich will nicht. Das wollen wir sehen. Nein! Schätzchen, wir haben spontan eine ganz, ganz wunderbare Lösung für unser Problem gefunden. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Lieber breche ich mir auch ein Bein. Carola, bitte lass uns darüber reden.
ihr habt doch schließlich 5 Jahre nicht gesehen. Man kann doch nicht ewig verfeindet bleiben. Christian hat schon zugesagt. Das glaube ich. Ohne mich ist er ja auch nichts. Bitte, tu es mir zuliebe. Ich bin ruiniert, wenn dieses Gastspiel platzt. Oh, mir kommen die Tränen. Du bist versichert. Minimal, Schätzchen, minimal. Meine Antwort ist nein. Also, dann müssen wir jetzt mal über deinen Vertrag reden.